Ja, Neuausrichtung Frauenbüro, Frau Friedrich, jahrelange Arbeit, gute Vernetzung. Man kennt Sie eigentlich in der Öffentlichkeit mehr im Bereich der Prävention und Gewalt, häusliche Gewalt. Jetzt eine neue Aufgabe? Eine neue Aufgabe bzw. einfach eine Ergänzung. Und ich mache das ja nicht alleine, sondern mir stehen ja sozusagen fachliche Kompetenz in persona von zwei Kolleginnen einfach zur Verfügung. Und wie gesagt, Frauenarbeit und Chancengleichheit war ja schon immer unser Thema. Es ging ja weit über den Bereich Gewalt hinaus. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt meiner Arbeit, aber trotzdem die Vernetzung und auch Ansprechpartnerin für die Menschen hier im Landkreis zu sein, das war ja bislang immer schon so. Und wie gesagt, und damit können wir das Angebot einfach gut ausbauen und ich denke, wir können alle voneinander gut profitieren und von daher bin ich eigentlich froh, dass das jetzt seit 1. Mai in den neuen Fachdienst Frauen und Chancengleichheit ja, umgesetzt worden ist. Inklusion, Integration, keins geht ohne das andere. Und als kommunale Integrationsbeauftragte, Inklusionsbeauftragte, ist eigentlich beides ganz wichtig. Ne? Ja, genau. Also es geht wirklich darum, die Inklusion flächendeckend zu fördern und eben ein Miteinander zu schaffen, eben weg von dem Gedanken, von der Integration weg, in dem Sinne zu sagen, es muss niemand integriert werden, sondern wir sind alle ein gemeinsames. Das ist das Ziel. Baulich ist es ja immer relativ einfach, Barrierefreiheit zu schaffen. Also bei Neubauten auf jeden Fall, bei Altbeständen ist es manchmal, ist der Denkmalschutz manchmal anderer Meinung wie die Barrierefreiheit. Aber trotzdem, es gibt noch viele Stellen hier im Kreis, wo man die Barrierefreiheit noch nicht ganz erreicht hat. Es gibt tatsächlich noch viele Stolpersteine auf dem Weg und es ist einfach, Barrierefreiheit ist die Grundlage für Inklusion, Integration. Erreichbarkeit, Nutzbarkeit ist einfach die Grundlage für alles. Wenn ich nicht teilhaben kann, aus räumlichen, baulichen Gründen, dann geht es einfach nicht. Sie haben demnächst ein Gespräch mit der DEHOGA, mit dem Gaststättenverband. Über die Aktion Mensch weiß man heute, die haben gefördert Gaststätten, die ausschließlich von und mit Behinderten betrieben werden. Wäre das in unserer Touristenregion auch etwas? Wir haben die Möglichkeiten, was man braucht, sind halt dann auch ein Gastronom, der da mitspielt. Ist das etwas, was man in unserer Touristenregion durchaus versuchen kann umzusetzen? Ich denke mal, der Wettbewerb, das ist ja schon mal eine Grundlage dazu, dass die Gastronomie einfach zum einen aufgerufen wird, barrierefrei für die Menschen einfach da zu sein. Und diesen Aspekt kann man auf jeden Fall, sollte man den nicht aus dem Auge verlieren und den mit auch in dieses Gespräch mitzunehmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also grundsätzlich ist sowas wie ein Integrationsbetrieb überall möglich. Mhm. Das ist eigentlich egal, wo das dann ist. Es geht nur um die Voraussetzungen, die Möglichkeiten und den Willen und die Akzeptanz. Naja, grundsätzlich fehlen bei uns, wenn man das waren, gastronomische Angebote in einer Ferienregion. Ja. Und da wäre es ja zum Beispiel in der Saison durchaus möglich, auch mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Saisonbetriebe mit Unterstützung der Gastronomie zu machen, ist auch wichtig für die Wertigkeit der Menschen, der Behinderten, die sich dann selber wichtig und wertvoll fühlen, oder nicht? Natürlich. Wir können das im Prinzip anstoßen und den Gedanken mit ins Gespräch hineinnehmen, aber letztendlich haben da ja die Entscheidungshoheit auch eben die Gastronominnen und Gastronomen. Ja. Das ist schon richtig, aber Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur beraten, sondern auch Sie wissen, wo welche Töpfe man anzapfen kann. Oder? Wir wissen jetzt nicht, welche Töpfe Sie meinen. Fördertöpfe. Gastronomie, Fördertöpfe, ja. Ich denke, dass, um das nochmal auf das Gespräch eben nochmal runterzubrechen, das hat ja Landrat van der Horst auch nochmal ganz klar gesagt, dass gerade der Arbeitsmarkt ganz wichtig ist,
weil wir im Rahmen des Fachkräftemangels einfach da auch Ressourcen suchen müssen. Und ich denke, das wird sicherlich ein Projekt sein, was zukunftsweisend ist, wo man auch mit der, nicht nur mit dem DEHOGA, vielleicht auch mit der Kreishandwerkerschaft einfach mal überlegen kann, ob sowas möglich wäre. Wir werden uns, glaube ich, auf dem inklusiven Wandertag sehen und über die ersten Erfolge sprechen können. Vielen Dank. Sehr gerne.